Ein Kind? Ich muss mich allen Ernstes um ein Kind kümmern. Es ist eine Mission von höchster Wichtigkeit. König Urian beweist uns sein Vertrauen, indem er seinen jüngsten Sohn unserer Obhut überlässt. Aber er ist 6 Jahre alt, Majestät. Was soll ich nur mit ihm machen? Ulfin, ein Kind ist wie ein Knappe, nur etwas jünger. Ich zähle auf dich. Unser Bündnis mit König Urian liegt in deinen Händen. Oh. Die Kunde von Iwein dem Schrecklichen. Meister Ulfin, leihst du mir dein Schwert? Ich habe es dir schon so oft gesagt, ein Ritter verleiht sein Schwert niemals. Darf ich vorstellen, Iwein, der Sohn von König Urian. Er wird an der Ausbildung teilnehmen und... Verflix doch mal, er ist schon wieder verschwunden! Er ist da drüben, Meister Ulfin. Ja, 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 wir zeigen es dem Feind. Ich glaube, mit ihm werden wir uns nicht langweilen. Das Wichtigste beim Bogenschießen ist die Konzentration. Verstanden, Iwein? Hä? Potzblitz, wo ist der schon wieder hin? Ah! Iwein, Junge, komm sofort da runter! Was gibt's zu lachen? Ende des Trainings! Ab sofort seid ihr für den Bengel verantwortlich! Aber dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um Kriegsführung zu lernen. Das ist ein Befehl. Und Kriegsführung bedeutet auch, Befehle zu befolgen. Was spielen wir? Was spielen wir? Ach, müsst ihr euch jetzt um den Kleinen kümmern? Sieht so aus. Wir sind jetzt sowas wie Anstandsdarm. Also, was spielen wir? Was spielen wir? Also, was spielen wir? Wollen wir in den Wald gehen? Ich kenne eine Lichtung mit den lustigsten Pilzen weit und breit. Oh, ja! Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ist es noch weit? Nein, es ist nicht mehr weit. Wir sind gleich da. Das Kaninchen wird schon Ruhe geben, wenn es im Kochtopf ist. Die sehen aber lustig aus mit ihren Pelzen und den Helmen auf den Kopf. Die sind gefährlich, Iwein. Es ist besser, wenn sie uns nicht bemerken. Mordsblut. Ich träume von dem Tag, an dem die endlich aus Britannien verschwunden sind. Oh. Hier ist der Iwein, der perfekte Ort, sich zu amüsieren. Wirklich toll. Das war eine echt gute Idee, Kiniwehr. Verflixt, wo ist der? Mit dem Ding kann ich super Tiere nachmachen. Der Löwe. Das war wirklich lustig. Oh, Hurido! Dieser Tag wird bestimmt niemals enden. Ja. Vorwärts, dann los, den Feind hinterher. Was ist los? Was macht ihr? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Blöde Vieh! Der Hahn landet auf dem Grill, wenn er nicht aufhört! Iwein, hör auf! Du wächst noch alle auf. Das hat er bereits gemacht. Ah, du bist ja schon wach. Dann spielen wir, komm. Nein, wir spielen nicht. Es ist mitten in der Nacht und da wird geschlafen.
Menno. Ja! Wohl an und hört, brave Leute! Wohl an und hört, brave Leute! Ja! Ich kann einfach nicht mehr, wir müssen irgendwas tun! Wir haben kein Auge zugemacht! Und dann zerreißt uns am frühen Morgen das Trommelfell! Ich gehe mal zu Merlin, vielleicht weiß der ja eine Lösung für uns. Ich komme mit. Oh. Was ist hier los? Warum brüllst du hier so rum? Es ist nicht unsere Schuld. Iwine spielt, er wäre Minnesänger. Oh, es ist doch nicht so kompliziert, sich um ein Kind zu kümmern. Verflixt, wir sind nicht schlauer als vorher. Ja, wenn das kein Glück ist, dann weiß ich auch nicht, was Glück ist. Und wo ist Iwine? Madame Birgit kümmert sich jetzt um ihn. Und wir können tun, was wir wollen. Du lernst bei mir den Kreuzstich und die Dichtkunst, das Nähen und das Spielen der Leier. Also, womit möchtest du anfangen? Heiliger Strohsack! Es tut so gut, endlich seine Ruhe zu haben. Wie kommst du denn hierher? Ich bin euch gefolgt. Ihr seid lustiger als Madame Birgit. Oh, wo bin ich hier eigentlich? Und was ist das für ein komischer Tisch? Wir sind die Freunde der Tafelrunde. Wir treten für Gerechtigkeit, Gleichheit und Ehre ein, um eines Tages Ritter zu werden. Hä? Oh ja, ich will auch Ritter werden. Ein Ritter muss ruhig sein und vor allem eine Heldentat vollbracht haben, die in das große Buch der Heldentaten aufgenommen werden kann. Hast du schon mal eine Heldentat vollbracht? Hä? Nö. Also kannst du auch kein Ritter werden. Du bist zu weit gegangen. Er ist immer noch ein kleiner Junge. Ja, Konstantinopel, er ist schon wieder verschwunden. Iwine! Er ist einfach weg. Gut. Guinevere, Gawain, wir suchen hier weiter nach ihm. Und ihr geht zurück zum Schloss. Könnte ja sein, dass er zurückgelaufen ist. Die sollen mal sehen, ob ich eine Heldentat machen kann. Bringt mich zu eurem Chef! Hä? Ich gehe nicht weg, bevor ich nicht bei ihm war. So. Hey, was ist das für ein Gebrüll? Ich vertreibe dich und deine Soldaten aus Britannien. Dein Horn des Boxer! Mit deiner Armee? Nein, aber wenn ihr euch nicht verzieht, komme ich zurück mit der Armee von meinem Papa, König Urian. Und auch mit der von Onkel König Uther. Na? Na los, ist! Sonst denkt dein Papa noch, wir würden unsere Gefangenen schlecht behandeln. Ah, Urian vertraut seinem Freund Uther. Wenn er erfährt, dass sein Sohn in unseren Händen ist, zerbricht ihr Bündnis mit einem großen Knall. Kotzblume, die Göre, sie ist verschwunden. Potzblitz, die werden mich kennenlernen. Tristan, wo ist der Junge? Ihr seid für ihn verantwortlich. Wir spielen Verstecken und er ist in dieser Tonne. Sag nichts, Meister Ulfin. Arthur soll uns nicht finden. Alles in Ordnung, meine Liebe. Verflixt, wir suchen schon über eine Stunde nach ihm. Lass mich los, lass mich los. Ich erzähl alles meinem Papa. Chef, er war gerade dabei, Kaninchenköttel in den Kochtopf zu werfen. Euch sollen sich die Mägen umdrehen, ihr blöden Kriegstreiber. Mordsblut, der Kleine ist ziemlich mutig. Bindet ihn in meinem Zelt fest. Jawohl, Chef. Lass gefälligst los. Los, Iwine, wir müssen hier weg. Warum seid ihr gekommen, mir zu helfen? Ich wollte sie alleine aus Britannien vertreiben. Los, schnappt sie euch! Oh.
Angesicht, fang mich doch. Ich bin doch nur eine Göre. Ja. Oh nein, ein Löwe! Ihr habt uns rufen lassen, Majestät. Iwans Vater wird Iwan heute abholen. Verstehen wir es hier? Verstehen wir? Keine Angst, Majestät. Wir kümmern uns darum. Was ist die Überraschung? Sag schon. Oh. Iwan, das, was du heute geleistet hast, ist eines zukünftigen Ritters würdig. Du kannst diesen Platz da einnehmen, wenn du größer bist. Wir heißen dich herzlich willkommen bei der Tafelrunde, Iwan. Ist das wahr? Mhm. Mhm. Wirklich wahr. Und wir nennen dich ab sofort Iwan den Löwenritter. Ja. Jawohl.